1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Genau so ist es. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 5 Minuten hier im Radio, wir alle alleine und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, freie Themennacht. Und die erste Anruferin ist die Christiane. Und Christiane ist 23 Jahre. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Christiane. Weswegen rufst du an? Wegen meiner Mutter. Was ist mit der Mutter? Ich habe mit ihr schon, also seit ich denken kann, mit ihr Stress, Theater, mit, die hat mich immer in der Kindheit immer fertig gemacht, die hat immer irgendwie Ärger gesucht. Wie hat sie dich fertig gemacht? Die hat zum Beispiel immer was gesucht, womit sie einen Grund hatte, mich zu verprügeln oder mich niederzumachen. Ach, sie hat dich verprügelt? Ja, auch. Oft und immer wieder? Ja. Schlimm? Auch. Mit Gürtel, mal mit einem Bambusstock. Mhm. Also die hat auch dementsprechend Gegenstände. Ja, verwendet. Genau. Von welchem Alter bis zu welchem Alter hat sie das getan mit dir? Also ich bin mit 18 ausgezogen und ab da an hat sich das dann, konnte sie ja dann nicht mehr. Ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Also ich habe mittlerweile gar keinen Kontakt mehr mit ihr. Ich habe es immer wieder probiert, wenn sie ankam und sagte, ja komm und probieren wir es wieder und so. Und ich habe dich ja doch lieb und dies und jenes. Und dann habe ich es immer wieder probiert und Anfang dieses Jahres habe ich das dann aufgegeben. Jetzt ist Sendepause. Jetzt ist Sendepause. Mhm. Bist du das einzige Kind? Ich bin das einzigste Kind. Sie hatte sich aber ein Pflegekind nach Deutschland geholt, als ich 10 war, was also in meinem Alter war. Und das war in dem Sinne auch meine Cousine. Sie hat sich ein Pflegekind nach Deutschland geholt, oder? Hat sie das Kind genauso behandelt wie dich? Ja. Mhm. Also nicht in dem extremen Art und Weise. Die hat zu dem Pflegekind schon ein viel besseres Verhältnis. Ja. Weil das Pflegekind hat in dem Sinne das gemacht, was sie wollte. Also. Sie hat meiner Cousine dementsprechend gesagt, mach dies und sie hat gesprungen und hat es gemacht. Wie ist denn dein Vater mit der Situation umgegangen? Mein Stiefvater. Dein Stiefvater? Er war Fernfahrer, der war fast nie zu Hause. Ja. Und wenn er zu Hause war, dann hat er meistens nach ihrer Nase gekuscht. Also da hattest du also keinen Verbündeten. Das war ihm mehr oder weniger auch unterm Kartoffel. Und wo ist dein richtiger Vater? Mein richtiger Vater, der lebt in Portugal. Achso, mit dem hast du aber gar keinen Kontakt. Nee, also ich habe den auch erst 2000 kennengelernt. Ah ja. Nach Riesentheater. So, jetzt ist die Situation, eigentlich keine schöne Kindheit gehabt. Schlechte Erinnerungen an die Mutter, Aggression auch letztendlich auf die Mutter. Ja. Und die Konsequenz hast du gezogen, erstmal alles abzubrechen. Mhm. Hast du denn mit ihr mal so eine richtig offene Aussprache gehabt und hast ihr das alles vorgeworfen? Ich habe es versucht, das ging aber immer wieder nach hinten los. Und da war meine Überlegung, ob ich ihr nicht einen Brief schreiben sollte, in dem ich das alles, was ich loswerden will, um das auch zu verarbeiten, ihr das in einen Brief schreibe und ihr dementsprechend auch klar mache, dass es nie wieder kommen braucht. Dass sich das für mich wirklich erledigt hat, dass ich da mit der Sache abgeschlossen habe. Hast du das gemacht? Nee, ich möchte, aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie auch wiederum Angst, dass es wieder mit irgendwelchen Konsequenzen, Welche Konsequenzen könnten das sein? Ach, alles Mögliche. Bei ihr muss man auf alles gefasst sein. Na was zum Beispiel? Dass bei mir vor der Türe steht, Theater macht, irgendwie auf der Straße auf mich losgeht oder sonst irgendwas. Also so herbe sogar, dass sie dich da nochmal angreifen würde. Weil sie überhaupt, sie sagt ja heute noch, also mein Freund, ich bin ja damals zu meinem Freund gezogen und sie hat immer wieder zu meinem Freund und auch zu der Mutter von meinem Freund, ich bin ja damals zu ihr gezogen, immer wieder bestritten, das stimmt nicht. Obwohl er selber Sachen mitgekriegt hatte. Also ich würde so spontan gesagt, Christiane, würde ich das sehr befürworten, wenn du das tun würdest mit dem Brief. Weil ich glaube, dass es erstmal für dich sehr gut ist, wie du es selbst auch gerade formuliert hast, das für dich zu verarbeiten, das auch loszuwerden. Und würde eigentlich so sagen, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass die da irgendwie schräg und schlimm drauf reagiert.
Generell finde ich das immer sehr gut, weil du sonst so in deinem eigenen Saft sitzt und es gar nicht loswerden kannst. Genau. Ich würde gerne aber mal da die Meinung meiner Psychologin zuziehen. Ja. Das ist die Heide heute Nacht. Mhm. Du legst auf und ja, die Heide ruft dich gleich zurück und dann könnt ihr das auch nochmal in Ruhe zusammen besprechen, ob sie das auch so sieht. Ja. Ja? Alles Gute, Christiane. Ja, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.05 Uhr und 32 Sekunden und jetzt läuft gerade im Fernsehen der Vorspann. Ich ziehe meinen Kragen gerade, damit ich auch schön ordentlich hier sitze und sage jetzt gleich guten Abend. Oder guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben, vor den Fernsehgeräten. Wir sind ein bisschen zu spät, bitten das wie immer zu entschuldigen, bitten um Nachsicht, aber ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben wieder eine freie Themennacht heute. Und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr euch nur ans Telefon bewegen oder zum Hörer greifen. 0800 220 50 50 oder mailen unter domian@wdr.de und dann sind die Chancen ganz gut, dass ihr euch mit mir unterhalten könnt. Zumindest wenn ihr mailt, dann ist der Kontakt schneller herzustellen. So, es geht bei mir weiter mit einer Anruferin und die heißt Cora. Und Cora ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo. Cora, warum rufst du an? Also ich habe gestern deine Sendung geschaut, wie so oft. Ja. Mal super Lob, ganz toll, klasse. Dankeschön. Und da war der junge Mann, der schon so reichlich verklemmt darüber sprach, dass er eigentlich gerne SM-Sex mit seiner Freundin hätte. Ja. So, und ich habe es mal von der anderen Seite kennengelernt. Mein damaliger Freund, der hat mich da so ganz vorsichtig rangeführt, denn ja, ich war auch jemand, der nur so, ich sag jetzt einfach mal so, auf Blümchensex stand. Ja. Und er hat das so geschickt und so sensibel gemacht, dass ich eigentlich keine Chance hatte, dem auszuweichen. Also heute bist du die knallharte SM-Lady. Jein. Wie lange liegt das zurück? Du bist ja noch im zarten Alter von 24. Wann war das? Das war 99. 99? Ja. Das war, das sind jetzt vier Jahre. Mhm. Ganz genau. Da warst du dann 20 Jahre alt. Ja, so. Wow. Und ich muss also dazu sagen, alles was so Sexualität anging, das war für mich irgendwo, ja, so, ich will nicht sagen im Dunkeln, Decke drüber, aber es kam dem schon sehr nahe. Also sagen wir mal, ohne zu übertreiben, du warst nicht gerade die Lockerste. Ja, genau, ne? So in etwa. Also es lag aber auch das lag sehr viel damit zusammen, dass ich auch eine Negativerfahrung gemacht habe und. Gut, dann ist man ja natürlich verständlicherweise immer noch ein bisschen gebremster. Ja. Aber du hattest vorher auch schon einen Freund und hattest so diese normalen Sexerfahrungen. Ja, genau. Also ich war kein Kind von Traurigkeit, so kann man das nicht sagen. Aber es war schon so, dass ich eben die Normalität gelebt habe, sag ja, mal, was man so im Volksmund als normal sieht. Genau, so muss man es immer erklären. So, wie hat dich denn dieser Freund jetzt in diese knallharte Sexualität hineingezogen? Ja, also er hat das wirklich super geschickt gemacht. Ich habe irgendwo gemerkt, dass er sich distanziert und dass da irgendwas zwischen uns steht. Mhm. Und er hat sich dann irgendwann, er hat sowieso lange gebraucht, um mein Vertrauen überhaupt zu gewinnen, weil ja, ich eben durch diese Vergewaltigung, die er vorher war, eben. Ach so, so schlimm ist es vorgefallen. Ja, mhm, ich habe also gar keinen an mich rangelassen. Und er hat also kurz zwischengefragt, wann war die Vergewaltigung? In welchem Alter warst du da? Ein Jahr bevor wir uns kennengelernt haben. Also mit 18? Ja. 19, 18. Genau. Ah ja, gut, das ist natürlich dann verständlich. Dass ja, und das war auch noch aus dem Freundeskreis raus. Insofern war das eine ganz doofe Geschichte. Aber das, ja, er hatte also so viel Vertrauen und so viel Arbeit in die Beziehung gesetzt, dass er irgendwann auch wirklich ja, sich bei mir so viel Respekt verdient hatte, dass er einfach diese Situation auch ansprechen konnte. Dass ja, es so eine Vertrauensbasis war, dass es ging. Gut, das ist schon mal eine tolle Sache, dass er das geschafft hat. Und dass er dann sogar es geschafft hat, dich so in diesen Bereich zu, ja, zu manövrieren. Jetzt erzähl uns mal, wie er das gemacht hat. Wie hat er dich manövriert? Das wundert mich selber heute noch. Also er hat eigentlich ganz geschickt einen relativ bekannten Sexkatalog rausgeholt, ja, sag ich jetzt mal. Ja. Und hat sich so über die harmlosen Dessous-Seiten hin zu den Hardcore-Sachen gearbeitet. Dann hat er gesagt, guck mal, Schatz, ist doch auch ganz schön hier, oder? So ähnlich. Er hat es eigentlich noch geschickter gemacht. Er hat nur gesagt, also als es dann zu diesen Bondage-Sachen ging und Fesselung und so weiter, was davon könntest du dir eigentlich auch für uns vorstellen? Oh, und da hast du, so, warst du geschockt oder hast du gesagt, naja, also... Das war noch eine Seite, wo ich mir das noch vorstellen konnte. Also auf diesen Seiten waren, ich sag mal so von Handschellen über, ja, es gibt ja auch diese Soft-Fesseln, sag ich mal, in Anführungsstrichen, ja, die auf Stoff sind. Die waren da eben abgebildet und dann eben so, ja, am Rande ein paar Dildos. Und lange Rede, kurzer Sinn. Habt ihr dann aus diesem Katalog zusammen etwas bestellt? Ja. Was? Erstmal nur verschiedene Fesselungsgeschichten. Na, aber, immerhin, ne? Immerhin. Ja,
das war für mich schon, also damals, ja, ein richtig großer Schritt und ich habe es damals eigentlich auch nur ihm zugefallen. Wäre für mich auch ein großer Schritt, sowas zu bestellen. Ja, vor allem, ich habe es auch wirklich nur damals aus der Situation, was das er so viel für mich getan hat, habe ich es dann für ihn getan. Ja, so, dann kamen die Sachen irgendwann an, also Fesseln, was halt, Handschellen, einfache Fessel, Seile oder was? Ja, das sind also richtig schon so Bondage-Sets, die dann eben auch miteinander zu verknoten sind. Also die Arm- und Fußfesseln, die kann man aneinander ketten, sodass derjenige zum Beispiel, wenn er jetzt kniet, ja, dass man eben auch die Arme und Beine miteinander verbinden kann. Gut, also schon professionell, ne? Ja, so. Ja. So, jetzt kam das irgendwann, das schöne Päckchen kam dann irgendwann angeliefert. Ja. Und hat das dann auch gemacht? Ich habe mich dann auch damit auseinandergesetzt und mich dann auch irgendwo getraut. Und wie war das erste Mal, gefesselt zu sein? Ich war ja der dominante Part. Ach so, genau, ja. Ich wollte gerade fragen, wer war denn nun? Ach so, du hast ihn gefesselt. Ja, das war ja auch das, worauf es eben, also genau wie der junge Mann gestern auch, genau. Aus der Situation aus, dass er sich nie, auch in vorherigen Partnerschaften, nie getraut hat, das anzusprechen. Ja. Und ja, ich habe dann, also wie gesagt, das war für mich noch nicht so schlimm. Vor allem war es aus der damaligen Situation raus, auch so ein Stück weit für mich, ich will nicht sagen Abrechnung, aber es war schon irgendwo... Geschickt, interessant. Psychologisch sehr interessant, ne? Ja, also es war irgendwo... Ich habe das dann aber erst gemerkt, so ein bisschen auch Genugtuung, weil ich ihn in der Hand hatte. Ja. Also das so im Nachhinein jetzt, wenn ich das reflektiere, so. Habe ich deshalb, denke ich, auch Gefallen daran gefunden. Verstehe, das kann ich gut nachvollziehen, ja? Ich verstehen. So, das waren die Anfänge. Genau. So, jetzt sind aber nun 4 Jahre vergangen. Ja. Bist du mit dem Freund immer noch zusammen? Nein, wir sind nicht mehr zusammen, aber wir haben immer noch Sex miteinander. Ja. Und auch immer noch Hardcore-Sex, weil seine Freundin ihm das nicht bieten kann, was ich ihm biete. Und du bist jetzt herangereift wirklich zu einer respektablen Domina? Das, er behauptet ja. Und ich denke auch, mittlerweile kann man das so sagen. Ja. Und ich kenne seine Freundin auch sehr gut. Und wir sind auch zusammen im gleichen Verein. Sie hat ihn mir damals ausgespannt. Und insofern ist es natürlich für mich jetzt überhaupt kein Problem, das weiterzumachen. Ja, verstehe. Das, aber der Verein hat mit Sex nichts zu tun. Nein, nee, das ist ein sehr großer Hilfsverband. Jetzt, ich ahne schon. kommt das Wort Rot darin vor? Wie bitte? Kommt das Wort Rot darin vor? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, okay. Also das ist Feuerwehr. Also, Feuerwehr, achso. So. Naja, dann, nein, ich hätte jetzt was anderes gedacht. Cora, du sagst, eine respektable Domina bist du geworden. Ja. Was ist... kannst du eine Praktik nennen, die du als Domina wirklich besonders gut findest, was du richtig gerne machst? Also es war ja ein langer Weg bis zu dem, was ich heute mache. Und der Weg ist noch nicht beendet wahrscheinlich. Nee, ich lerne auch immer noch dazu und ich werde auch immer kreativer, habe ich festgestellt. So, dann sag mir mal ein Beispiel, was du besonders gut kannst oder gerne machst. Was dich auch sehr anmacht natürlich. Also ich nutze es ja eigentlich insofern für mich aus, als dass ich ihn ja irgendwo zwinge, die Zärtlichkeit mit mir zu machen, die ich eben, oder dieses Verwöhnungsprogramm, das ich besonders mag. Das ist ja immer ein Strafungs-Belohnungsprinzip. Mhm. Also so mache ich das zumindest. Ich weiß nicht, wie andere das handhaben. So, dass wenn er was für mich tut, tue ich was für ihn in Form von Schlägen. Wenn er mir nicht genügt, wenn er eine Minute zu spät kommt, dann wird er bestraft zum Beispiel. Und zum Beispiel wie? Wenn er zum Beispiel zu spät kommt, dann muss er auf die Knie fallen, die Füße lecken, Zehen lecken. Er kommt an die Kette, wird eben am Halsband geführt. Durch die Wohnung? Also, ja. Nackt? Wenn er könnte, würde er es, glaube ich, auch gerne woanders ausleben. Ja? Führst du ihn denn nackt durch die Wohnung? Ja, natürlich. Am Halsband? Am Halsband. Schönes Bild. Wie lange führst du ihn dann durch die Wohnung? Was sagt man währenddessen dann? Also er hat ja ein Würgehalsband um und wenn er dann nicht so pariert, wie dann es sein du. Sollte. Ja, das ist ein Hundehalsband, wir haben das umfunktioniert. Ja. ich habe also auch, dadurch, dass er so Angst hat vor seiner Freundin, seinen kompletten Satz an Sachen bei mir in der Wohnung. Ja, kriegt er dann auch, während du ihn durch die Wohnung führst, schon mal mit so einer kleinen Peitsche ab und zu ein? Ja, mit der Neuschwänzigen, die man so aus den Klischees kennt. Ja. Und sprichst du mit ihm auch, während du mit ihm durch die Wohnung gehst? Ja, richtig böse. Richtig böse. Also es kommt halt wirklich auch an. Ein Beispiel, was man so im Radio und Fernsehen sagen kann. Ja, also wäre ich jetzt vorsichtig. Kann man alles nicht so sagen, meinst du? Also es ist schon so, dass ich sage so, was tust du, um deiner Herrin zu gefallen? Oder wer war böse und wer ist zu spät gekommen? Ich merke schon, die richtigen Schimpfworte kannst du natürlich jetzt nicht sagen. Nein, also... Die wir alle gerne natürlich hören würden. Nein, also richtig böse beschimpfen, da habe ich auch meine Grenzen. Also ich will ihn nicht irgendwie... so herabsetzen oder verbal auch herabsetzen, dass er dann irgendwie sich schlecht fühlt. Wie endet diese ganze schöne Aktion? Die endet immer damit, dass er irgendwann einen Orgasmus hat? Ja.
Aber du nicht? Ich sorge ja dafür, dass er mich dementsprechend vorher verwöhnt, dass ich auch was davon habe. Ach so, also es ist schon so, dass er eben auch mich mit der Zunge befriedigt und das auch sehr gut macht zum Beispiel. Ja. Es kann aber auch daran enden, dass wir miteinander schlafen. Das ist also völlig... Aber du bestimmst den Weg. Ganz genau. Du sagst, das und das möchte ich. Und du sagst dann auch, jetzt reicht es, tschüss, raus. Ja, so in etwa. Mhm, ja. Ich kann ihn auch, also es ist, ich habe ihn ja so weit in der Hand, dass ich mit dem Finger schnipse und er kommt hierher und steht vor der Tür. Ich merke schon, dass du da richtig aufgehst, ne, wenn du das machst. Mittlerweile, ja. Nur weil er dich so geschickt damals angeführt hat. Ja, vielleicht wäre das, genau. Wär das gar nicht oder irgendwann ganz, ganz krude aufgebrochen irgendwie. Man weiß es nicht, ne? Ich hätte das auch nie von mir gedacht oder ich staune manchmal auch heute noch drüber, wie ich das mit ihm durchziehen kann. Ja. Also auch wirklich, wirklich böse. Ich lasse mir auch mittlerweile Sachen einfallen. Es kennt, glaube ich, jeder diese kleinen Haarklemmen, die so die ja. jungen Mädels in den Haaren haben. Die gibt es ja auch in kleinen Varianten, ja. diese Haarkrebse. Ja. Und die auf die Brustwarzen gesetzt zum Beispiel, das zwiebelt schon ziemlich. Ja, das glaube ich. Also das so nach und nach. Knippst du ihm dann an die Brustwarzen? Ja, ja. zum Beispiel. Ja, du bist sadistisch, ne? Ich bin vielleicht auch vom Berufsbild her ein bisschen sadistisch. Vom Berufsbild? Inwiefern? Ja, man sagt auch so im Volksmund versaut Friseurin Krankenschwester. Und ach, du bist eine Friseurin? Nein, ich bin Krankenschwester. Du bist Krankenschwester? Das Schlimmste der Steigerung. Nein, die also, sind ich habe gestern schon leise in mich reingegrinst, als der junge Mann, der Pfleger, sagte, er geht da immer auf seine Sexparty. Da dachte ich irgendwie so langsam... Also ihr aus den medizinischen Berufen, ihr seid alle hart drauf, ne? Ist mir schon klar. So, ist es interessant gewesen, dass du angerufen hast. Vielleicht auch als Tipp für den Anrufer von gestern, sich mal so einen Katalog zu besorgen und mit der Freundin mal so ganz, vielleicht ein Tässchen Kaffee oder ein Likör dabei trinken. Und Schatz, was hältst du denn hiervon? Und so weiter. Nach ja, dem man Motto, kann ja auch ganz vorsichtig anfangen, wenn man erstmal mit Kerzenwachs anfängt. Also ja. Nein, das ist schon zu krass. Nein, erst im Katalogblättern finde ich besser. Es gibt da so Möglichkeiten, da so ganz langsam anzufangen. Liebe Cora, danke für den Anruf. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir sind frei in unserer Themenauswahl heute Nacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jeder Geschichte, zu jedem Thema. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich zu hören hier im Radio. Bei 1 Live. Weiter geht es jetzt, frage ich meine Regie, mit Clarissa. Mit Clarissa. Und die ist 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Clarissa. Und was geht's bei dir? Also mein Thema ist, dass es zwischen mir und meinem Freund nicht so gut läuft im Bett. Mhm. Wie lange seid ihr jetzt zusammen schon? Anderthalb Jahre ungefähr. Ja. Und was läuft da nicht so gut im Bett? Ja, also ich sag mal, am Anfang ist das ja halt alles irgendwie so toll, wenn man sich kennenlernt und da war auch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das war auch so am Anfang? Ja, das war auch so am Anfang. Wie lange hat das angehalten? So 3-4 Monate oder so, würde ich sagen. Und irgendwann ist dann halt das Problem aufgetaucht, oder vielleicht war es auch schon vorher so und ich habe es einfach nicht bemerkt, dass er halt Probleme hat, sich zurückzuhalten. Also er kommt halt sehr früh. Ja, und dann war es das. Und? Ja, also er kann dann schon irgendwie danach nochmal, aber ich sag mal, für mich ist es halt relativ unbefriedigend, weil für mich ist dann die Spannung erstmal weg. Ist klar. Ja. Und das war am Anfang in den ersten Monaten anders? Also ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, weil ich meine, man findet es ja am Anfang der Beziehung sowieso immer aufregend, mit der anderen Person zu schlafen. Ja, wobei ich das eigentlich sonderbar fände, wenn es denn so wäre, weil am Anfang ist man ja vielleicht noch schärfer aufeinander, als dann, wenn man es schon ein paar Mal getan hat. Also wäre da die Gefahr ja viel größer, dass er schnell zum Orgasmus kommt, als denn jetzt. Ja. Aber du weißt es nicht mehr so genau, wie es ist. Ich weiß nicht mehr genau, nee. Damals wart ihr wirre vor Liebes, Taumel und könnt euch nicht mehr... Wahrscheinlich, ja. Also ist das Hauptproblem, dass der junge Freund zu früh kommt? Ja, und wir haben natürlich auch schon drüber gesprochen und so, weil ich halt gedacht habe, irgendwie können wir das nicht so lassen einfach. Mhm. Und klar, ich meine, Männer sind natürlich auch dann schnell irgendwie verletzt und so, weil an der Männlichkeit sollte man ja möglichst nicht kratzen, ja. War er verletzt? Denke ich schon. Warum? Aber er hat auch selber... Moment, wenn du sagst, hier, du kommst zu früh und ich komme gar nicht so richtig auf meine Kosten, ist das ein Grund, verletzt zu sein? Ist doch eine ganz normale Kritik. Ja, eigentlich schon. Eigentlich aber er sagt dann halt, ja gut, ich mache das dann beim zweiten Mal und so, aber... Aber also, das ist eben für dich nicht so spannend, ne? Finde ich auch. Und das dauert auch länger, er dann wieder wahrscheinlich in Fahrt kommt, oder? Ja, doch, klar. Also das geht halt nicht sofort. Kommst du denn überhaupt mal dann auch zu einem Orgasmus oder guckst du immer in die Röhre?
Ja, also über Umwege. Also er hat halt dann versucht, vorher dann vielleicht oral zu machen oder mit der Hand oder so bei mir. Mhm. Aber ich sag mal, das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man miteinander schläft. Ja. Also da fehlt mir dann schon das Gefühl. Also im Klartext, bist du richtig unzufrieden, ne? So hört sich das ich an. Bin schon, sexuell. Ich bin schon unzufrieden, ja. Mhm. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile so weit, dass ich nicht mehr weiß, was ich halt machen soll, weil... Mhm. Ich meine, mehr als es ihm sagen kann ich ja auch nicht. Nee. Aber wie oft hast du es ihm schon gesagt? Wir haben schon öfter drüber gesprochen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass sich daran nichts ändert. Also er hat natürlich auch schon versucht, irgendwie das zu verändern, indem er, glaube ich, im Internet hat er gelesen, dass man da so Übungen machen kann. Mhm. Und hat das auch versucht, also dass man dann quasi, wenn man sich selbst befriedigt, dann vorher aufhört und so, bevor man dann kommt und solche Geschichten. Genau. Gibt es viele, viele Trainingsmöglichkeiten? Aber es bringt nichts für ihn. Hat anscheinend nicht hingehauen, nee. Mhm. Hast du den Eindruck, dass es sogar schlimmer wird und schwieriger wird? Also körperlich nicht, aber ich meine jetzt allein von der Beziehung her wird es schlimmer, habe ich das Gefühl. Weil es also eben auch eine Belastung ist, ne? Mhm. Wenn es im Bett nicht so richtig funktioniert. Also ich meine, ich weiß halt, dass ich ihn liebe und das steht auch außer Frage, ja. Hat aber das denn unter Umständen auch zur Folge, dass du sagst, ich habe gar nicht mehr so sehr Lust, mich auf Sex mit ihm einzulassen und entziehst dich so dieser sexuellen Situation? Ja, das kommt auch vor, ja. Weil ich sag mal, es ist halt dann oft ein frustrierendes Erlebnis gewesen und da hat man dann auch gleich, denkt man halt wieder dran, ja, oh je, jetzt fangen wir wieder an und dann ist nichts, ne? Ich finde, dass du dem das noch klarer verdeutlichen musst, wie sehr dich das belastet. Ich habe den Eindruck, dass er das nicht richtig realisiert. Kann das sein? Kann sein, ja. Also ich bin schon ziemlich verzweifelt, also so ist es eigentlich schon. Mhm. Wann hast du das letzte Mal mit ihm darüber gesprochen? Gestern hatten wir wieder so eine Halbaktion. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber es hat halt wieder nicht so richtig hingehauen. Mhm. Und er weiß es eigentlich auch, aber... Ich kann es halt auch nicht richtig verstehen. Also ich meine, Männer funktionieren halt anders als Frauen, ja. Mhm. Also ich kann halt nicht nachvollziehen, warum man dann in dem Moment nicht die Notbremse ziehen kann, ja. Und kann, ich meine, ich sage dir, ich auch als Mann sage ich dir das. Okay, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich finde, dass man die Notbremse ziehen kann. Und das ist eben auch die Liebeskunst überhaupt, dass man die Handbremse immer wieder ziehen kann. Das macht es ja spannend. Dass man die vielleicht über Stunden sogar ziehen kann. Und wenn man das nicht gleich mit einer Partnerin oder mit dem Partner kann, dann kann man das aber auch sehr, sehr schön alleine üben und trainieren. Mhm. Und da muss der junge Freund und der junge Mann, dein Freund, sich halt ein bisschen anstrengen auch. Vielleicht will er auch einfach nur so den schnellen Spaß und er ist gar nicht so sehr, er scheint ja gar nicht so sehr daran interessiert zu sein, dass dir es auch richtig gut geht im Bett. Also die Frage. Ja, das ist wirklich die Frage. Weil wenn meine Freundin mir schon so lange immer wieder und immer wieder ihren Missmut zum Ausdruck bringt und das sagt, dann strenge ich mich doch irgendwie an, dann versuche ich, dann mache ich doch irgendwelche Sachen. Und ich sage es dir jetzt mal ganz plump. Und wenn ich vorher mir alleine einen runterhole, damit ich gut in der Situation bin mit meiner Freundin. Mhm. Weißt du? Wenn ich weiß, heute Abend schlafe ich mit ihr, dann kann man ja vielleicht ein paar Stunden vorher mal eben allein duschen gehen und so weiter. Da gibt es ja nun ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ich habe fast die Vermutung und auch die Sorge, dass er dazu egoistisch rangeht. Dass er nur seine Sexualität, seine Befriedigung, seinen Spaß sieht und nicht dich. Und das gehört eben zusammen in einer Partnerschaft. Dass das Mädel halt auch genauso zum Zuge kommen muss wie der Mann. Ja, also wir haben ja auch schon drüber gesprochen und ich habe dann natürlich dann auch gesagt, dass ich habe ja vorher auch schon andere Männer gehabt, ja, und da ist halt nie passiert und ich kann das halt einfach nicht nachvollziehen, warum das dann bei ihm halt immer wieder ist, ja, und das würde sich dann aber eher auf den Schlips getreten. Ja, aber dann ist er auch wirklich ein bisschen sehr, sehr schnell beleidigt und auch sehr ich-bezogen, finde ich. Also, mein Vorschlag wäre, dass du ihm wirklich... das nochmal wirklich in aller Härte klar machst, dass sogar, du hast Angst um die Beziehung. So ist es, ne? Ja, so ist es auch. Weil auf lange Sicht kann das so nicht funktionieren. So, das musst du ihm wirklich mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, klar machen. Und du musst ihm sagen, wenn dir was dran gelegen ist an uns, dann musst du auch etwas unternehmen. Dann tu was, dann mach was. Mhm. Und dann gib ihm nochmal eine kleine Chance. Wenn das dann nicht funktioniert, dann geht beide zu einer Beratung. Geht erst zu einer Paarberatung, vielleicht darüber hinaus zu einer Sexualberatung. Aber erstmal zu einer Paarberatung.
damit jemand Neutrales euch da zusammenführt und euch auch mal so ein bisschen gegenseitig vielleicht auch dolmetscht und übersetzt, was der eine denkt. Ja, weißt du, der vielleicht kapiert er auch gar nicht so richtig, was du meinst und weißt du, und er und umgekehrt ganz genauso. Mhm. So, das ist mein Rat. Also, okay, er ist jetzt auch hier, also vielleicht möchtest du ihn selber auch nochmal fragen. Oder möchtest du das nicht? Ja, gerne, wenn da gehen wir mal. Mhm. Okay, vielleicht sagt er dir mehr als mir. Warte mal, ich reich dich mal rüber. Wenn er das will. Okay, bis gleich. Tschüss. Hallo. Hallo, mit wem spreche ich denn? Nach wie vor mit Hans. Mit Hans? Ja. Nach wie vor ist gut, wir haben ja noch gar nicht miteinander geredet. Also Hans. Ich glaube, ich muss in den anderen Raum gehen, ich verstehe dich nämlich schlecht. Ja. Also, ich habe jetzt gerade von der Clarissa die Situation erklärt bekommen, in der ihr so steckt. Mhm. Und habe, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast, was ich gerade gesagt habe zu Clarissa. Ja, ich habe es mitgehört. Ja. Was sagst du denn dazu? Ja, das ist halt Quark. Ja, das stimmt nicht, dass ich egoistisch bin. Also, wenn ich egoistisch bin, dann will ich keinen Egozentriker erleben, ja. Gut, aber du musst ja irgendwas tun für deine Freundin. Was soll ich denn noch machen, außer mich selber informieren und versuchen, es besser zu machen? Ich meine, ich stehe schon unter einer Anspannung, das ist ja wohl nicht mehr normal. Ich habe auch keine Lust mehr auf sowas. Ja. Das gebe ich ganz ehrlich zu, ja. Und das habe ich ihr auch schon gesagt. Das heißt, du hast das Gefühl, sie macht zu viel Druck auf, übt zu viel Druck auf dich aus. Ich meine, das ist dann jedes Mal wie so, als ob man Theateraufführung hat, ja. Mhm. Vor was weiß ich und muss dann volle Leistung bringen oder keine Ahnung was. Ist mir halt so blöd, ganz ehrlich, ja. So, wie findest du denn meinen Vorschlag, den ich als zweiten gerade gebracht habe, als im zweiten Teil des Vorschlages, dass ihr euch gemeinsam beraten lasst? Davon halte ich nicht viel, um ehrlich zu sein. Warum nicht? Also ich bin jetzt der Typ dafür, um ehrlich zu sein. Ja, also das ist aber jetzt wieder eine Haltung. Also, das hat nichts mit Haltung zu tun. Das hat sehr viel mit Haltung zu tun. Ja, wie viel ist dir denn die Beziehung wert? Das hat aber nichts mit der Beziehung an sich zu tun, weil... Natürlich, also diese... Die beruht aber nicht nur auf Sex. Nein, aber sie sagt, wenn das so weitergeht, hat sie mir gerade gesagt, wenn das so weitergeht, ist sie so unzufrieden und es kann sein, dass die Beziehung kaputt geht. So. Ja, also wenn sie es daran misst, dann habe ich ihr das auch schon selber ins Gesicht gesagt. Ja, das ist halt dann, ja, ich meine, hat nichts mit Egoismus zu tun. Tatsache ist, dass ich bestimmte Sachen nicht mag und ich meine... Ja, aber du musst doch auch auf die Bedürfnisse von deiner Freundin reagieren. Sie kann sich alles wünschen von mir, was sie will. Und ja, aber sie ist doch völlig unzufrieden, hat sie mir gerade lang und breit erklärt. Und was spricht denn dagegen? Das Seltsame ist halt, und jetzt kommt es wieder, warum fragt man eigentlich nur nach ihren Bedürfnissen, ja? Das ist ja auch eine totale Bescheuertheit. So, Hans, pass mal auf. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, geht doch zu einem Menschen, der euch zusammenberät. Da kannst du deine Bedürfnisse nämlich auch hinlegen. Ihr könnt miteinander reden, so wie wir das jetzt gerade hier auch tun. Und dann versucht der einen Kompromiss vorzuschlagen. Mehr ist es doch nicht. Da hast du doch überhaupt gar nichts zu verlieren. Ja, aber das ist nicht mein Ding, ganz ehrlich. Wie ist nicht mein Ding? Du redest also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das machen würde, ja, weil wenn ich das sage, dann muss ich es auch machen. Ja, ja. Aber was hast ich du weiß, denn, dass sie nebendran mithört. Ja, aber ja. Was hast du denn zu verlieren, wenn du es machst? Du redest doch mit mir jetzt auch gerade. Ja, gut, das hat sie mich gerade vor einer halben Stunde überredet. Ja gut, also ja, ganz vor 20 Minuten hat sie gemeint, hat sie mir gesagt, ja, ich muss dir was sagen, aber bring mich dafür nicht um. Ja. Aber weißt du, wie ich dich jetzt gerade wirklich erlebe? Also jemand, der nur weggedrückt, bloß nicht irgendetwas in die Waagschale wirft, der ständig Nein sagt und sich nicht engagiert für die Beziehung. So erlebe ich dich gerade. Ja. Da wäre also, wenn ich deine Freundin wäre, wäre ich da auch sauer. Ich will gar nicht sagen, dass du nur im Unrecht bist. Das kann ich gar nicht beurteilen. Deswegen geht doch mal zu einem Profi hin und lasst euch da eine Stunde oder zwei Stunden mal beraten. Das ist doch eine neutrale Instanz. Da hast du doch auch die Chance, wirklich deinen Unmut auch mal auf den Tisch zu legen. Und du scheinst ja auch ziemlich gefrustet zu sein. Das hat ja auch seine Ursachen, die wir gar nicht jetzt hier ergründen können. Aber das ist doch eine Chance auch für dich, deinen Kram loszuwerden. Ja, einerseits schon, andererseits, ich meine... Also ich habe mich teilweise schon mehr oder weniger, ich sag mal, damit abgefunden. Wir haben halt nicht mehr so oft Sex wie früher. Ja. Beziehungsweise wir hatten sowieso nie oft Sex, meiner Meinung nach, ja. Ist es dir egal, wenn Clarissa weg ist? Wenn sie geht? Das ist mir nicht egal. Also, dann tu was. Ja, auch. Ja, dann tu was für die Liebe. Dann tu was. Du brichst, ganz im Ernst, Hans, du brichst dir keinen ab, da einmal mal hinzugehen. Wirklich.
Also mehr kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich will dich da auch nicht da, ich kann euch ja da, dich auch nicht dahindern. Ich sage es nur wirklich als ganz neutrale Person. Mach es einfach mal, wenn es nichts ist, okay. Aber du hast dann auch einen guten Willen gezeigt. Und das macht ja auch schon wieder eine gute Stimmung. So, wenn man nur bunkert, kommt man doch gar nicht voran. So, und jetzt tust du. Also ich rede lieber mit ihr darüber, als dass ich noch mit einem Aber es bringt doch nichts. So wie sie auch gerade gesagt hat. Ihr kommt doch gar nicht zueinander. Hm. So, Hans, jetzt brechen wir das Gespräch ab. Ich glaube, es ist von meiner Seite auch alles gesagt. Ich wünsche euch, wie auch immer, dass ihr gut zu Potte kommt und dass ihr eure Beziehung weiterführen könnt. Und du grüßt herzlich nochmal Clarissa. Mach ich. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Oh, das war ein harter Brocken, der Hans. Mann. Dieses nicht und jenes nicht und nein und aber. Cindy, 22. Ja, hi. Hallo Cindy. Hallo Domian. Und was geht's bei dir? Ich bin mondsüchtig. Du bist mondsüchtig? Ja. Richtig? So ganz richtig? So? Ja, kann man so sagen. Also ich bin auch eine Hexe. Mensch, was ist denn jetzt hier los? Jetzt habe ich jeden Tag Hexen hier bei mir. Ja, ich habe schon gesagt, ihr solltet eine eigene Sendung machen darüber. Eigentlich nicht uncool, ne? Deutschland ist voll von Hexen übrigens, die ganze Welt. Ehrlich? Ja. Also du bist mondsüchtig und eine Hexe? Ja. Das heißt, ich lebe nach dem Mond. Aha. Bist du eine weiße Hexe? Ja. Eine gute Hexe? Ja. Wo ich ja gestern auch eine sehr nette Hexe hatte, die sagt, das ist Quatsch, dieses Gut und Weiß und Schwarz und... Ja gut, das ist, jeder hat halt so seine eigenen Ideen oder seine eigenen Gedanken darüber. Klar, das Gleichgewicht ist immer da. Da hat sie absolut kein Unrecht gehabt. Ja. Nur, wie sie sich angehört hat, für mich war sie keine schwarze Hexe. Sie war so nett, ne? Ja, sie ist so nett. Ich fand sie auch sehr nett. Aber jetzt zu dir. Ja. Du bist 22 Jahre alt. Seit wann weißt du denn, dass du eine Hexe bist? Seit meiner Geburt. Also meine Großmutter ist auch eine Erbhexe. Also ich bin eine Erbhexe. Meine Großmutter ist auch eine. Ach so, das kann man vererben. Mhm, also das geht bei uns schon seit Generationen. Ich stamme auch von Nostradamus ab. Du stammst von Nostradamus ab? Ja. Wow. Stammbaumäßig nachgewiesen. Ehrlich? Ja. Das ist ja spektakulär. Ist das wirklich so? Ja. Oder ist das ist wahrscheinlich ein getürkter Stammbaum, oder? Na, um Gottes Willen, nein. Also mein Opa rückt ihn hier nicht raus. Ich möchte ihn so gerne haben, aber er gibt... Dann bist du die Urenkel von Nostradamus. Nein, nicht von ihm selbst, von seinem Bruder. Also um 1000 Ecken. Ja, gut, klar. Stammen wir nicht alle irgendwie von Nostradamus ab? Vielleicht. Also okay, es ist also geerbt worden. Ja, genau. In welchem Alter hast du das zum ersten Mal gespürt? Hier mit mir ist auch ein bisschen was anders. Ich bin interessiert an solchen eher vielleicht mystischen Sachen, so übernatürlichen Dingen. Also ich glaube, ich habe das mit 5 das erste Mal gemerkt. Also jetzt bewusst, dass ich das jetzt noch weiß. Durch was? Da habe ich eine Vision bekommen und habe gesehen, wie mein Vater verunglückt. Also. Habe das aber verhindern können, durch diese Vision halt. Mhm. Das ist so ähnlich... Wie ein Déjà-vu. Ich meine, das hat ja schon fast jeder von uns erlebt. Ja, also du sagst, du hast das verhindern können. Das heißt, du verfügst über Kräfte, die wir normalen Erdenbürger so nicht haben. Genau. Was kannst du denn? Also, Zukunftsdeutung ist klar, das lernt man als Hexe. Jetzt die sonderbaren Gaben sind Vision und Aurasichtung. Das heißt, ich kann Menschen an den Augen erkennen und auch deren Umriss. Also durch diese Aura kann ich sehen, wie die sich fühlen. Mhm. Das ist aber auch nur bei Vollmond so. Das ist nur bei Vollmond so? Ja. Ich habe mal im realen Leben, also nicht in der Sendung, sondern real, auch mit einer Frau gesprochen, die konnte das auch. Und die sagte, die konnte das nicht nur, diese Aura-Sichtung, sondern die musste das immer sehen. Wenn sie durch die Fußgängerzone geht, irgendwo in einer großen Stadt, sieht sie immer die Menschen mit einer gewissen einem Farbumfeld, einem Energiefeld um die Menschen, um die herum. Ja, genau. Ja? Also ich hätte es lieber weg, ganz ehrlich. Weil ich sag ganz ehrlich für mich, also mich interessiert es nicht, wer krank ist und wer nicht. Also du kannst immer sehen, ob jemand gesund ist. Die Aura ist dunkler, wenn jemand krank ist. Ja. Oder depressiv ist, du kannst echt teilweise schon sehen, wo genau jetzt, zum Beispiel sitze ich in der Bahn und neben mir sitzt jemand, der hat eine komplett schwarze Aura und an einem Flecken ist er noch dunkler. Ja. Also ganz schwarz gibt's nie, das sind immer bunte Farben mit drin. Nur an einem Fleck war es ganz schwarz und ich habe den Mann angesprochen und habe gesagt, kann das sein, dass Sie Krebs haben? Und er guckte mich an, ja, wieso, woher wissen Sie das?
Ja, und gut, da habe ich halt ausführlich erklären müssen und er hat mir auch geglaubt, weil ich es ja sonst nicht gewusst hätte. Das ist aber schon, das ist schon verrückt. Ja, das ist auch erschreckend. Also ich verkrieche mich dann schon gerne daheim. Das heißt, du siehst auch so die näheren Menschen um dich herum. Da kannst du auch immer so gucken, ob die gesund sind, was mit denen los ist. Ja, ja. Mhm. Kannst du auch aufgrund der Aura sehen, was für ein Charakter der Mensch hat oder ist? Ja, und man kann auch Hexen, die haben alle eine eigene Aura, ist mir aufgefallen. Erbhexen an sich. Mhm. Also man kann jedes Mal sehen, ob jetzt einer gut gelaunt ist. Mhm. Dann ist die Aura strahlend, weit, bunt. Ja. Und wenn jetzt einer, zum Beispiel, was ich ganz toll fand, ist, wenn Kinder, die haben eine Aura, die ist phänomenal, die hat so viele Farben, die aber noch ziemlich, sagen wir so, wie soll ich das jetzt, pastelltönig, also so sehr, sehr warme Farben, aber noch nicht so hell. Ja. Nur halt, ich weiß nicht, je älter die werden, umso heller wird auch die Aura. Ja. Und wenn man ein Kind anfasst, wie jetzt gibt es ja so Omakis in der Bahn, die so, oh, mein kleiner Tutsi-Tutsi und so. Und dann sieht man, dass die ganze Aura sich einzieht. Ach. Also das Kind schützt sich, indem es die Aura das, ganz eng das zieht. Das siehst du alles? Ja, das ist das sensationell. Ist phänomenal, aber das ist, ja. So, jetzt habe ich gestern auch die erste Hexe, glaube ich, gefragt, was ist deine Aufgabe als Hexe? Da hat sie zu mir gesagt, Gutes zu tun. Da hat sie mir aus dem Herzen. Das heißt, so siehst du das für dich auch. Das war die Annemarie. Ja, das, genau. Das heißt, du hast da gewisse Fähigkeiten, die nicht alle Leute haben, und du versuchst diese Fähigkeiten irgendwie schon auch den Menschen, dass sie Nutzen davon haben. Ja, klar. Mhm. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe so einen Stress mit meiner Mutter zum Beispiel, ja? Da gibt es auch bestimmte Rituale, wo man da helfen kann. Oder ich habe Stress mit meinem Partner, da kann ich Harmonierituale. Kannst du auch heilen? Nein, aber ein bekannter Hexer von mir, der kann das. Der hat heilende Hände. Es gibt auch Hexer, ne? Gibt's eigentlich mehr Männer als oder also mehr Hexer als Hexen oder umgekehrt? Ich glaube eher, dass die Frauen, dass es denen eher bewusst ist als den Männern. Mhm. Also in meinem Umfeld ist es eigentlich ziemlich gleichgewichtig aufgeteilt. Jetzt hast du gerade angefangen, ich bin mondsüchtig. Nee, ja. Mondsüchtig hast du gesagt, ne? Ja. Was genau heißt das? Ich brauche die Kraft des Mondes, um, ich sag jetzt mal, zu leben. Ja. Das heißt, bei Vollmond treffen wir uns immer mit ein paar Hexen noch. Esel nennt sich immer als Erste. Was hast du da gesagt? Ich habe mich verstanden. Also bei Vollmond treffen ein paar Hexen und ich treffen uns immer und machen ein Kraftaufladungsritual. Ein Kraftaufladungsritual? Ja, das findet in meinem Garten statt, zur Belustigung der Nachbarn. So um die Mitternacht oder in tiefer Nacht? Ja, also wenn der Vollmond schön am Himmel steht. Ja. Und was macht ihr da? Da nehmen wir eine Schüssel mit Brunnenwasser. Ja. Also am besten eine Holzschale, weil halt alles mit der Natur verbunden sein muss. Brunnenwasser, das hole ich dann auch selbst im Wald, wo halt ein Fluss entspringt und ein kleiner Bach entspringt. Ja. Und das wird dann in dieser Schale gemacht mit ein paar Tropfen Eukalyptusöl. Aha. Ja, und dann lässt man genau das Mondlicht in diese Schale reinfallen. Ja. Dann spricht man einige Sätze dazu und dann... Und ihr sitzt alle drumherum? Also, nee, wir stehen. Ihr steht, aber im Kreis so, ne? Genau, weil wir uns halt auch erden müssen. Also das ist Erden für Laien. Fasst ihr euch an? Nein. Nein. Nein, weil dann wird das komisch aufgeteilt. Also, und ihr guckt in diese Eukalyptusschale? Nein, wir gucken da gar nicht. Also wir sehen, dass der Mond reinfällt. Ja. Das Wasser lädt sich auf. Ja. Da sprechen wir der Göttin Diana an. Das ist halt Göttin der Hexen. Ja. Da gibt es das bei uns schön aufgeteilt und auf jeden Fall benetzen wir unsere Stirn, also das dritte Auge, mit diesem Wasser und stellen uns vor, wie wir halt von dem Mond Kraft geliehen bekommen. Super. Und guckt ihr dann irgendwann auch hoch in den Mond? Ja, eigentlich die ganze Zeit. Achso, ich dachte immer ins Wasser rein. Nee, gar nicht. Und der Rest des Wassers wird nicht getrunken oder so? Nein, es wird wieder zur Erde gegeben. Da, wo es abstammt, da wird es auch zurück. Und dann seid ihr voll geladen für die nächste Zeit? Ja, bis zum nächsten Vollmond. Was macht ihr denn nun, wenn, was ja nur öfters vorkommt in unseren Breiten, Wolken sind am Tag des Vollmondes, in der Nacht des Vollmondes? Dann stellen wir uns das vor. Irgendwo scheint der Mond. Also, Und dann, ich könnte mir vorstellen, danach, wenn es dann passiert ist, bist du dann wirklich so aufgeladen mit Energie, dass du die ganze Welt irgendwie verändern willst? Oder bist du dann besonders müde? Oder was ist genau, dann? Also nach der Kraftaufladung selbst bin ich sehr müde. Also ich für mich persönlich, die anderen haben eigentlich ganz andere Erfahrungen. Ja.
Nur ich bin dann total, weil ein Ritual braucht halt Kraft, deswegen auch die Kraftaufladung. Ja. Und ich bin dann auch ziemlich, also ich bin eigentlich so müde, dass ich quasi tot ins Bett falle. Aber am nächsten Morgen, sobald ich wach werde, dann sprühe ich vor Energie. Also, ich habe gerade eine Idee, Cindy. Bitte. Ich leide immer unter großen Schlafschwierigkeiten. Ja. Bei der nächsten Kraftaufladung komme ich mal zu euch, wenn ich das darf. Ja, gerne. Dürfte ich das? Als Nicht-Hexer? Ja, klar, gerne. Dürfte ich mich dazu stellen? Ja. Und das alles mitmachen? Und in der Hoffnung, dass ich dann richtig perfekt gut schlafen kann danach? Doch, das müsste funktionieren. Also ich finde das ja alles sehr interessant und mache mich auch nicht darüber lustig, sage ich jetzt wirklich ganz, ganz ernsthaft, weil ich glaube, dass viele Sachen und viele Rituale einfach auch den Menschen gut tun. Rituale tun den Menschen sowieso immer gut. Wir haben uns übrigens schon mal gesehen. Wir haben uns schon mal gesehen? Vor 3 Jahren war ich hochschwanger in D&M in Köln. Ja, ich erinnere mich an der Tat. Ja, jetzt bin ich mittlerweile in Baden-Württemberg. Das ist ja toll. Ich erinnere mich wirklich daran, ja, im Drogeriemarkt, ja. Ja, genau. Liebes Cindy, schön, dich gesprochen zu haben. Ich hoffe, dir geht's richtig gut, auch nach der Schwangerschaft. Ja, ich bin zwar wieder allein, aber jetzt habe ich ja 2 Babys. Jetzt hast du 2 Babys schon, ja, wunderbar. Ja, ich habe noch eine 7 Monate alte Tochter. Alles Gute, schön, danke, dass du angerufen hast und ja, vielleicht begegnen wir uns wirklich mal irgendwann. Ja, also wenn du Lust hast, du bist gerne eingeladen. Wir haben die Telefonnummer und ich denke mal drüber nach und komme vielleicht darauf zurück, weil es mich wirklich auch interessiert, das Ritual mal mitzuerleben. Du kannst auch gerne mal ein Hexenfest miterleben. Jetzt am 21. Dezember ist zum Beispiel Jewel. Noch besser. Das ist die ganze Nacht Party. Da ist ein Ritual nach dem anderen. Cindy, alles Gute. Gut, tschüss. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Nicht im Fernsehen. Im Fernsehen dann wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Clara, 56 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Clara. Dein Thema? Mein Thema, Liebe im Alter. Liebe im Alter? Ja. Ja, so alt bist du ja auch noch nicht. Na, 56, naja, das ist schön. Ist schon ganz gut, ja. Naja. Das heißt, du bist... Vor 2 Jahren Witwe. Ja. War 32 Jahre glücklich verheiratet. Mhm. Und habe gesagt, nie wieder verliebe ich mich. Mhm. Weil ich diesen Schmerz nie mehr haben wollte, jemanden zu verlieren. Und nun passiert's mir. Ja. Und was mache ich da? Ach, es ist dir jetzt passiert? Ja. Jetzt habe ich mich verliebt. Wo hast du den Mann kennengelernt? Bei mir auf der Arbeit. Ja. Und der weiß es aber nicht. Ach so, es ist alles noch ganz unausgesprochen. Ganz unausgesprochen. Kanntest du den früher auch schon oder hat der neu? Nein, den habe ich erst im April kennengelernt. Ist der so in deinem Alter ungefähr? Nee, der ist 48 so ungefähr. Naja, gut, ist er auch. Naja. Naja, das macht nicht viel aus. Ja, doch. Aber weißt du, was ich gerade sehr, sehr interessant fand und es auch so nachvollziehen kann, was du gesagt hast, ich möchte nicht den Schmerz nochmal erleben, Abschied nehmen zu müssen. Ja. Ne? Dass man deshalb sagt, ich will mich gar nicht neu verlieben. Ja, ich hab das immer gesagt. Mhm. Aber nie wieder. Mhm. Nie wieder will ich vielleicht so traurig sein und so böse sein. Mein Mann konnte ja nicht dafür, dass er Krebs hatte. Ja. Er ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Mhm. Und er ist bei mir zu Hause gestorben. Ja. Ich habe ihn auch gepflegt bis zum Schluss. Ja. Vielleicht sagt man das auch, dass man sagt, ich will gar nicht, dass eine andere Liebe nochmal so in mein Leben reinkommt und vielleicht das Schöne, was ich erlebt habe, dadurch auch stört. Kann ja auch sein, ne? Da habe ich so Gewissensbisse und Angst und so. Aber wenn ich zum Beispiel frei habe, dann denke ich immer an den Mann und ich sehne mich nach dem. Ich sehne mich nach Zärtlichkeit und Küssen und Drücken. Genau. Jetzt erklär mir mal, oder sag mir mal, wie du das gemerkt hast, dass da was in dir los ist. Was war so der erste? Der erste Ding, also ich lebe jetzt in Bayern, also ich lebe, das ist meine zweite Wohnung, ich arbeite hier. Ja. Und ich bin nach Berlin nach Hause in Urlaub. Ja. Du bist Berlinerin. Ich ganz Berliner, aber Brandenburgerin. Ja, das höre ich schon. So, da war ich dann. Ja. Und dann dachte ich so, mein Gott, wäre doch ganz schön, wenn du ausgehen würdest. Und dachte an diesen Mann. Ah ja. Das war das erste Indiz. Und er ist mir nicht mehr. Dann habe ich ihn wieder getroffen beim Einkaufen. Mhm. Und er sagt zu mir, hallo schöne Frau. Ich sage, Hey. Ey, komm, du bist ja nicht normal, ich bin 56. Ja. Ist er denn alleine, weißt du das? Der ist geschieden. Ja. Hat aber jetzt eine Freundin. Ach, er hat eine Freundin. Ja, aber ich will auch nicht zwischenwohnen. Nee, ist klar. Ich habe die Freundin gesehen. Ja. Siehst du ihn denn oft
oft in der Arbeit, bei der Arbeit, jeden Tag? Nicht jeden Tag, weil die Dienste anders sind oder so. Ja. Mhm. Sehe ich nicht immer. Aber das ist natürlich jetzt wieder ganz tragisch, ne? Nun kommen solche Gefühle in dir auf, die ich natürlich gut finde. Die man gut finden muss, finde ich. Und wie kriege ich sie wieder weg? Ach, du sollst sie ja gar nicht wegkriegen. Die Frage ist, wie kriegst du den Mann? Das, das möchte ich gern. Ich möchte eine Hexe sein, wie die davor. Ja, ne? Ja, ja, ja. Eigentlich ist es ja eine ganz tolle Sache, dass man eben dann auch nochmal einen Neuanfang für sich hinkriegt und auch die Sehnsucht zulässt nach Zärtlichkeit, vielleicht auch nach Erotik, nach Sexualität. Die habe ich ganz toll, aber ich weiß nicht, wie ich das diesem Mann rüberbringe in dem Alter. Also ich bin nicht so erzogen, das so klar zu sagen, also hey Kumpel. Also du kneifst ihm nicht mehr in den Hintern und sagst, hey, bist ja ein geiler Typ. Um Gottes Willen. Würde ich gerne. Sag mal, mit der Freundin, ist das eng, ist das ernst zu nehmen? Weißt du da was drüber? Hast du was rausgekriegt? Er hat mir mal, wir haben es mal so unterhalten. Ich sag, du hast doch, also er hat gesagt, ey, du siehst immer toll aus. Er hat gesagt, du auch. Und dann sagt er, wir duzen alle auf der Arbeit. Mhm. Ich sag, du hast doch eine Freundin. Mhm. Ach, sagt er, die ist so fit, aber. Oh. Naja. Oh, ist aber auch nicht nett. Nee, ist nicht nett. Nee. Deswegen, er so einen guten Ruf hat er auch nicht. Mhm. Er ist so Art als Weiberheld verschrieben. Ach so, so einer. Ja, ja. Mhm. Und du weißt, ich nicht, was ich machen soll. So, jetzt habe ich. Das nur Gerede, so Gerüchte. Ich würde mich. Wir waren halt schon im Kino und einmal essen. Ach so, so weit war es dann doch schon. Ja, aber ich bin immer nach in meine Wohnung gegangen, nicht mitgegangen. Mhm. Also, ich würde jetzt Folgendes sagen, Clara. Dass der eine Freundin hat, ist sein Ding. Er muss die Grenze ziehen. Ja. Ich würde an deiner Stelle diese Chance schon nutzen, wenn du schon so ein, wenn die Gefühle schon jetzt so aufgebrochen sind und du so schöne Gefühle hast. Schmetterlinge. Raus mit den Schmetterlingen, raus. Ja, genau. So. Das heißt, ich würde an deiner Stelle den Kontakt vorsichtig weiter ausbauen. Und mal gucken, wie der Bursche reagiert. Wir wissen ja gar nicht so richtig, was das mit der Freundin ist. Wenn der über seine Freundin schon so spricht, die ist mir zu fett, ist er entweder ein schlechter Typ. Ja, das denke ich nämlich auch. Oder da ist irgendwie, das ist nichts Dolles zwischen ihm und der Freundin. Aber was mir jetzt gerade auch noch in den Kopf kommt, wenn der schon so verschrien ist als Weiberheld, dann sei vorsichtig, nicht, dass der dich jetzt irgendwie emotional so packt und du hinterher ganz unglücklich dastehst, wenn er dich dann... Ja, das ist jetzt wirklich so ein Seiltanz, auf dem du dich ja bewegst. Ich würde auf keinen Fall sagen, Gefühle unterdrücken, alles wegtun und unter den Teppich kehren. Nee, volles Risiko ist besser. Volles Risiko ja, ist besser. Find ich ja. Aber ich möchte. Aber mit dem Bewusstsein, das kann ein Schlawiner sein, der Typ. Mit dem Bewusstsein musst du rangehen. Dann ist, wenn dann irgendwas schiefläuft, ist es dann auch nicht so schlimm und der Schmerz ist nicht so gravierend. Ja, in meinem Alter, ich möchte nicht beschissen werden, also. Ja, du musst mit Argusaugen rangehen. Und dich dann nicht eben, wie beim ersten Mal verliebt sein, da mit rosa-roter Brille hinsetzen. Oh, ist der süß. Nee. Ja. Deswegen, ich wollte schon Rat von dir. Also du bist ja sehr, ich sehe ja deine Sendung immer und ich denke immer, ich bin noch gut dran. Und ja. Heute habe ich mich mal entschlossen. Ja. Ich habe ja sonst die Sorgen. Aber diese Sorgen, diese Schmetterlinge sollen aus dem Bauch. Ja, also, wie gesagt, nicht unterdrücken das Gefühl. Rangehen. Ja. Das gibt's, es gibt so einen schönen alten Song von Nina Hagen. Wenn du scharf bist, musst du rangehen. Unsere Nina aus dem Osten, ja. Eure Nina, ganz genau, ja. Ja. Also, aber vorsichtig, ne? Du nutze die Erfahrung, die du hast. Ne, das ist das Tolle, man alt ist, man hat sehr viel Erfahrung. Dass man vielleicht auch die Menschen eher durchschauen kann. Aber ich weiß, wenn man natürlich verliebt ist, ist man bescheuert, auch wenn man alt ist. Ne? Das ist mir völlig klar. Das ist das Ding, was ich merke. Das ist es, ja. Aber trotzdem, Risiko ist besser, als alleine und einsam in der Ecke zu sitzen und hinterher zu denken, ach, hätte ich das doch mal gemacht. Ja, und ich habe gerechnet, in 14 Jahren bin ich 70, denke, mein Gott, was hast du versäumt? So, genau. Und das darf nicht passieren. Ja, und das will ich auch nicht. So, und du gehst ran und wir unterhalten uns nochmal in, sagen wir mal, 3-4 Monaten? Ja. Bin ich sehr gespannt. Gut. Alles Gute und toi, 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 Clara. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Claudia, 36 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Claudia. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Und wir beide, über was reden wir?
Wir kennen uns schon sehr, 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 sehr gut, Jürgen. Wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr gut? Ja, wir hatten uns vor Jahren mal unterhalten. Da hatte ich dich angerufen, mhm, wegen einem Problem. Ich hatte mit 18 meinen Verlobten verloren. Mhm. Wir wollten heiraten und er ist einen Monat vor der Heirat, ist er gestorben. Mhm. Da hatte ich dir gesagt, ich kann mich nicht mehr verlieben und habe es auch nicht mehr gekonnt. Ich wollte mich auch nicht mehr, wie die Vorgängerin gerade, wollte mich auch nicht mehr verlieben, weil ich mich dagegen gesträubt habe, wieder einen Menschen zu verlieren. Jetzt dämmert etwas in mir. Ja, ne? Ich erinnere mich an eine Gesprächspartnerin, das war es offensichtlich du, ja, die über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum, ja, das war ja dann fast 16 Jahre, genau, ne? Richtig, ja, oder so, ja, getrauert hat. Ja, richtig. Und letztendlich ihr Leben zugemacht hat. Ja, richtig. Und du hattest mir empfohlen, mit dem Freund, wo ich meine, ich hätte mich drin verliebt, zum Grab zu gehen und dann mich zu verabschieden. Ja, ich weiß es wirklich, ja, ganz genau. Hm, ja. Ja. Du hast ja auch mich gebeten, wenn ich mich verlieben sollte oder wenn irgendwas wäre, mich nochmal zu melden. Aber es ist wirklich schon 2 Jahre her oder so, ne? Ja, das ist schon 3, 4 Jahre, ja, ja. Habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ja? Ja. So, jetzt erzähl weiter. Jetzt kommt die tolle Überraschung. Ich habe mich verliebt. Du hast dich verliebt? Ja. Nach so langer Zeit. Ja, richtig. Und das volle Lotte. Muss man so sagen. Nach wirklich so einer langen Zeit der, ja, Einsamkeit, ja, und auch so einer trüben Zeit, ne? Mhm, die ja nur nach hinten gekehrt war. Ne? Ja, richtig. Ich bin durch die Hölle gegangen, muss ich wirklich sagen. So lange? Ja. Ich habe immer versucht, mich irgendwie an anderen Menschen dran zu hängen. Mhm. Die haben mir fast den Tod gebracht und alles. Und es war furchtbar. So, jetzt erzähl uns von deiner neuen Liebe, was dann passiert ist. Also wir haben uns auf RTL Videotext kennengelernt. Das kann man. SMS-Chat. Das kann man da? Ja. Aha. Na gut. Warum nicht? Naja, warum nicht? Da hatte er reingeschrieben, suche SMS-Partnerschaft im Raum Düren, Heinsberg, tralala, tralala. Und also wir sagen klar, SMS, nicht SM-Partnerschaft. Nee, SMS. SMS ja. Über Handy. Ja. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und haben dann nachher festgestellt, dass wir einen Ort weiter wohnen. Wie praktisch. Ja. Ja. Und wir haben danach, nach längeren Gesprächen, nachdem wir uns getroffen haben, ich bin dann noch LKW gefahren. Ja. Wir konnten uns nicht so schnell treffen. Mhm. Als wir uns dann getroffen haben, wir standen uns gegenüber, er stieg aus dem Auto, ich stieg aus dem Auto, wie aus einem Mund, wir kennen uns. Wahnsinn. Ich so, hm? Aber ja, ihr kanntet euch nicht, also. Doch, klar. Ach, ihr kanntet euch? Ja, das war ja das Lustige. Ach so. Den sein bester Freund wohnte neben meinen Eltern, ja, da war ich 8 Jahre, ach, alt. Und ich fand ihn immer so süß, weil er so schwarze, lange Haare gehabt hat und blaue Augen. Also apropos Magie, das ist ja, fast schon wieder was Übernatürliches, das ist, ne? Ja, das, genau. Das hat das Schicksal, das, ja, war irgendwie geflochten, ne? Und die Härte ist noch, ich meine, du sitzt ja jetzt, das ist die absolute Härte. Er hat meinen Ex-Verlobten. Ja. Jetzt halte ich fest. An dem Morgen, wo er sich erhangen hat, absichtlich oder nicht, man weiß es noch immer nicht, hat er ihn hängen sehen. In der Garage. Mhm. Er hat gesehen, wie man ihn abgeschnitten hat. Er kannte ihn sehr gut. Und du wusstest von diesem Mann nichts, dass er ihn kannte? Nein. Nein. Ja, weil die ja am gleichen Ort gewohnt haben. Ja, aber es ist ja oberflächlich. Also es war für dich keine präsente Person. Ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr. Es war absolut, ich sitze hier, ich bin am Zittern. Nun haben wir damals darüber gesprochen, was passiert, wenn du dich verliebst. Ja. Wie sollst du damit umgehen, dass du so eine langjährige Trauer hinter dir hast? Ja. Sollst du es deinem Partner sagen? Richtig. Wie hast du es dann gemacht? Ich habe es ihm direkt erzählt. Wir sind zur Kirmes gefahren, nach Heid. Mhm. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt: Entschuldigung, ich muss dir was erzählen. Du wohnst in dem gleichen Ort, du kennst doch den und den. Und sagte er: Ja. Und dann sagte ich, du weißt auch, dass er verlobt war, sagte er ja, und dann habe ich gesagt, ich bin das gewesen. Mhm. Ich sagte, jetzt kann ich mir einiges vorstellen. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, ich habe mich die ganze Zeit nicht danach mehr verliebt, verzeih mir, wenn ich dir das auch nicht sagen werde. Mhm. Ja, und dann hatten wir uns abends dann verabschiedet, mhm, und ich hatte ihm dann eine SMS geschrieben, dass der Abend sehr schön gewesen ist. Ja. Dann hat er gesagt, ich muss dich anrufen. Er hat mich angerufen, hat zu mir gesagt, ich muss dir was sagen. Ich kann es aber nicht, hat wieder aufgelegt und hat mir eine SMS geschrieben, hat geschrieben, ich habe mich in dich verliebt. Hm. Ja. War damals, ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, von wegen, ich gehe dann mit dem neuen Mann gemeinsam zum Grab. Ja. Hast du es gemacht? Nein. Nein.
Ich habe ihm meine Liebe gestanden, indem wir zum Sportplatz gegangen sind. Ja. Ich ihm die Augen zugehalten habe und habe gesagt, vertraue mir, geh mit geschlossenen Augen zum Ende des Sportplatzes. Ja. Da ist er da hingegangen, habe ich mitten auf dem Fußballplatz, auf dem Anstoßpunkt, ja, habe ich ein Herz gemalt, ja, habe oben drüber geschrieben, mein geliebter Rainer, ja, ich liebe dich so sehr, ja, ich habe mich in dich verliebt, ich will es dir sagen und ich will dir auch zeigen, dass ich dich liebe, ja, und dann deine Claudia darunter geschrieben. Mann, wie romantisch. Mhm. Wie schön. Und dann habe ich ihm die Augen wieder zugehalten, ich bin zu ihm gegangen, ich habe ihn da vorgestellt und bin zum Tor gegangen. Und dann? Ist er auf mich zugestürmt und hat mich umarmt und wir haben beide geheult. Mensch, Claudia, schöne Geschichte, wirklich schöne Geschichte. Ich freue mich immer sehr, wenn ich so Rückmeldungen kriege von euch. Vor, ja, allen Dingen, wenn das schon so lange zurückliegt. Ja. Und ich kann mich nicht an alle Geschichten erinnern. Ja. An manche schon, weil das war mir schon sehr, sehr präsent noch in Erinnerung. Wie lange bist du jetzt mit ihm schon zusammen? Seit letztes Jahr Mai, seit, ja, dem 14.05. Ja. Und jetzt muss ich dir noch was Schönes erzählen. Aha. Er hat mir letztes Jahr in Bacharach, kennst du das? Ja, vom Hören so. Also wir haben dann Weinblütenfest. Ja. Da waren wir. Ja. Und er hat mir genau abends, wo das Feuerwerk war, hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Also perfekt. Ich habe ja gesagt. Ja. So, und wir möchten dich, bitte komm, am 6. Dezember, Nikolaus, möchten wir dich zu unserer Hochzeit einladen. Was ist denn das für ein Tag? Samstags. Ein Samstag, ja. 6. Dezember. Ja. So, jetzt muss ich meinen Terminkalender zu Hause gucken. Ja. Es stehen viele, viele Dinge an, auch nur berufliche Dinge am Wochenende. Ja, ich habe deine, oder wir haben deine Telefonnummer. Ja. Ich verspreche dir, dass du einen Rückruf bekommst, ja, und wir das klären werden. Mhm. Okay? Schöne Geschichte, auch vor allen Dingen eine mutmachende Geschichte für Leute, die vielleicht sehr lange trauern und, richtig, sehr lange sich zurückziehen, genau, dass es dann doch irgendwann nochmal nach vorne geht und nochmal etwas Gutes passiert, etwas Schönes passiert. Ich habe da auch nicht mit gerechnet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe mich eigentlich immer gesträubt. Aber, ja, bei ihm kann ich es einfach nicht oder ich konnte es nicht, ja, Gott sei Dank. Und ich habe den besten Mann der Welt, muss ich wirklich sagen. Ich werde mich bei dir melden. Ja, das, okay, ist super. Könnte ich auch noch ein Autogramm haben? Ja, klar. Ja. Wir rufen dich eh gleich nochmal an, wegen, dann auch wegen der Adresse, okay? Ja, super. Okay, tschüss. Dankeschön. Und mach weiter so, ja? Dankeschön, Claudia. Tschüss. Okay, tschüss. So, und die Jenny habe ich noch hier. Die ist 14. Hallo, hallo Jenny, hi. Also es geht um meine Mama. Ja. Und ja, die sucht halt einen Mann. Und du sollst ihr Mann besorgen, oder was? Nein, also es ist ja nicht so, dass sie das nicht will oder so, sondern sie hat halt einen ziemlich schlimmen Weg hinter sich. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ob man hier vielleicht einen Aufruf starten könnte. Und dass es dann die Männerwelt hört. Mag ich eigentlich nicht so gerne, aber weil du so eine Nette bist, würde ich jetzt mal sagen, wir haben eh nicht nur so lange Zeit, wir machen es mal ausnahmsweise. Wir machen eine Ausnahme jetzt. Ich frage mal, wie alt ist denn die Mama? Die Mama ist 38. 38, ja. Und in welcher Gegend so wohnt ihr? In Oberbayern. In Oberbayern, wie schön. Wie schön. Was hat die Mama denn so für Interessen? Interessen, ja, Computer, Natur. Ja. Ja, sie ist eher so der häusliche Typ. Ja. Ist die Mama hübsch? Ja. Ist eine hübsche, schon. Ist eine hübsche Mama. Ja. Ja. Weiß sie denn, was du hier anstellst heute Nacht? Also momentan weiß ich es noch nicht. Was meinst du denn? Was wäre denn so dein Wunschtyp für sie? Wer würde denn gut zu ihr passen? Also Aussehen habe ich da jetzt eigentlich keine Vorstellung. Mhm. Also Geld oder so spielt jetzt auch keine Rolle. Und ja, es sollte halt vielleicht nicht so ein Reisetyp sein, weil das ist meine Mama überhaupt nicht. Nicht reisen. Nicht so Reisetyp. Ihr müsst ja auch nicht reisen in eurem schönen Oberbayern. Da kann man halt zu Hause bleiben. Genau. Ja. Und es sollte halt auch ein bisschen so ein häuslicher Typ sein. Ja. Und wenn möglich vielleicht sogar Raucher und Familienmensch. Ja. Und ja. Wie viel seid ihr denn in der Familie? Nur du und deine Mama? Ja, genau. Ach so. Und dein Papa, sind die geschieden schon oder? Die waren gar nicht verheiratet. Die waren nicht verheiratet. Ach so. Und vom Alter her auch so zwischen 35, 40 so in der Kante? Ja, so bis 43. Ja? Ja. Familienmensch. Ja. Und warum sollte er Raucher sein? Weil die Mama raucht. Ja. Ah, das muss sie abgewöhnen. Am besten nehmen wir einen Mann, der nicht raucht. Und dann macht ihr das zusammen, du und der neue Mann. Und dann wird die Mama in die Zange genommen. Das weg, mag die Mama aber nicht so gern. Weg von den Stängeln. Habt ihr Landwirtschaft? Was haben wir? Landwirtschaft? Ein Bauernhof? Nein. Nee. Ich dachte nur so, Klischee-Denken, Oberbayern. Ach so. Also, ich weiß nicht, ob wir hier so einen Mann herzaubern können, Jenny. Mhm.
Aber ich verspreche dir wirklich, wenn sich irgendjemand meldet, der an deine Mama interessiert ist, so wie wir sie jetzt kurz kennengelernt haben, ja, und auch gerne nach Oberbayern ziehen möchte oder gar von dort kommt, dann rufen wir dich an und dann kannst du die Mama überraschen damit. Genau. Okay? Ja. Also drücken wir mal die Daumen. Ja. Alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, dafür im Radio bei 1 Live und im Radio und im Fernsehen zusammen, wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen oder bis übermorgen. Ciao.